Das Mercedes Vito 247.000 Kilometer gelaufen. TÜV nächste Jahre bis Mai. Und 150 PS, 7 Sitze und bekannte Mängel. Karosserie hat Rost ein bisschen. Irgendwie so überall. Ich mache das komplett Video. So anfangen Türe. So ein bisschen Rost. Kratzen. Gibt es hier auch einen Kratzer. Und noch hier nachlackiert. Bisschen. Hinten Kofferraum gewechselt wegen Rost, nachlackiert, sieht oben bisschen blau, unten auch so, sieht nicht so professionell nachlackiert. Anhängerkupplung und diese Seite. Hier ganz hier leichte Kratzer. Bisschen Kratzer. Und noch hier auch Rost. Hier auch Rost. So ein bisschen auch Kratzer, dieser Fahrzeug hier. Hier auch Rost und noch welche Mängel, sage ich. Sieht aus, ist so. Reifen, M&S Reifen. Ich zeige jetzt gleich auch Profil und ich mache jetzt Tür auf. Innen sieht so aus. Kein Teppich, normale Original mit dem Boden. Sitz, zwei Sitze Mitte, drei Sitz hinten, drei Plätze und zwei Platz vorne. Gibt es hier auch eine Loch wegen Rost und das noch was dazu mit Schiebedach, Sechsgang mit CD Player, Sitzheizung, Beifahrerfenster funktioniert nicht wegen Zeil defekt. Und noch das Auto mit Stadtheizung, Tempomat auch, aber Tempomat-Schalter ist, das ist defekt, aber das funktioniert, aber nicht so fest, das ist defekt. Klimaanlage, Klima funktioniert einwandfrei. Ich mache jetzt ein bisschen Kofferraum auch. Video. Kofferraum, so großer Platz, gemütlich und sehr groß. Passt, ich glaube, 10 oder 15 Koffer. Diese Sitze sind einstellbar. Sie können ein bisschen vorschieben oder zurückschieben. Geht das? Sieht hinten so wie und Reifen hat der Profil 4 mm, 4 oder 5, nicht neu, aber das diese Jahre glaube ich
Das geht aber nächste Jahre, muss man auch kaufen. Und Fahrer, Türe, Sitze, gibt es eine so kleine beschädigt. Das ist Teilleder. Und was kann ich so sagen? Ich mache kurz Motor an. 247.000 Kilometer gelaufen, dieses Fahrzeug. Das ist beleuchtet wegen Türe, ist offen, das ist nicht stören. Aber gibt es hier CRC-Störung einmal. Das ist diese Lampe wegen Wasserkühle. Wasser muss mal Wasser füllen, das ist kein Stören. Motor läuft, ist einwandfrei, keine Schaden, nicht beschädigt. Und Bremse, Kupplung, alles okay. Nur Karosserie, Auto hat Rost und Kratzer. Ich mache jetzt Motorhaube auf. Und hier. Motor läuft ganz ruhig, keine Geräusche, keine irgendwie Ölverlust oder Wasserverlust, gar nicht. Sauber, Motor nicht gewaschen. Wasserkühler auf. Geht nicht. Öl ist okay. Nicht gerochen. Dieser Fahrzeug. Wasserbehälter. Behälter ist ganz sauber. Keine Öl, gar nicht. Ganz normale Wasser. Zylinderkopf ist Kopfdichtung ist alles okay, verliert kein Öl, gar nicht, ganz sauber Motor. Das Fahrzeug nur Karosserie hat ein bisschen Kratzer und Roststelle, bisschen nachlackiert, aber technisch hat er keine Probleme. Motor, Getriebe, Bremsen, alles okay. Radlage, Trankgelenk, Chorlenke, alles okay. Nur ein bisschen Rost, war dieser Vito immer Krankheit. Und was kann ich noch sagen? Sage ich dann vorne. Frontscheiben hat ein Riss, Beifahrerseite sieht so bis hier, aber Fahrerseite nicht, nur Beifahrerseite, nur ein Riss. Das ist grüne Plakette. Und TÜV bis nächstes Jahre Mai. Das war's alles mit diesem Fahrzeug. Auf Wiedersehen.